Und damit herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Runde von Fire Emblem Engage im letzten Kapitel. Wir haben uns schon ziemlich weit vorbereitet. Sombrom ist schon ziemlich vorgeschwächt. Oh, was hat er denn hier? Die ganzen Dämonenwellen, wow. Alles voll funkelnd. Aber naja, wir haben schon ein bisschen vorgeschwächt mit Alfred und naja, wir haben schon ein paar Siegel gebrochen. Ich schätze mal, da werden noch ein paar Leute rausspawnen, weil wir hatten zum Beispiel hier dieses Siegel, wo gar keine Gegner waren. Aber wir gucken einfach mal. Würde ich sagen. Naka könnte theoretisch noch angreifen, aber ich glaube, sie wird dann ein bisschen fertig gemacht, oder? Ja, das sieht nicht so gut für sie aus. Da sollte sie lieber rausbleiben, das ist vielleicht ein bisschen zu fragil für. Ja, das tut ihm auch weh. Das wäre ein Leben. Noch mehr Geschwindigkeit. Im nächsten Zug wird der Dämon Sombrom eine verheerende Attacke namens Bündnisbrecher einsetzen, die die Bündnisse aller Einheiten löst. Ja, dann sollten wir dafür sorgen, dass die Bündnisse, die wir jetzt einsetzen können, auch eingesetzt werden, wenn wir die gleich eh verlieren. Emblem engage. So, haben wir dir mal ein bisschen Schaden drauf. Und gleichzeitig aktivieren wir den Drachenfluch und den Anima-Fokus. So, dann machen wir schon mal ein bisschen Damage rein. So, halt, wie gesagt, wir verlieren es ja gleich eh. Dann sollten wir es auch nutzen. Na, immer noch ein bisschen Verteidigung für sie. So. A little help, please. Und nochmal. No hesitation. So, zweimal kann Ivy jetzt noch angreifen, weil Cedar kann ja jetzt auch nochmal ziehen. Wir kommen der Sache näher. Wenn wir gleich nochmal mit ihr ziehen, können wir noch einen Schritt vorgehen, dass sie Thora nutzen kann. Oh, warte, wir machen das anders. Kommando rückwärts, wir müssen ja gar nicht die ganze Zeit mit Gewitter angreifen. Wir können auch mit Thora angreifen. Ich glaube zwar, das kann er kontern, aber wir gucken mal. Ja, das kann er konnten. Das heißt, wir müssen Ivy zwischendurch heilen. Aber es würde halt wesentlich mehr Schaden machen. Kommando rückwärts? Kommando rückwärts. Ich hab's mir nochmal überlegt. Ich weiß, ich bin schwierig heute. Wir haben da was vergessen. Nämlich das hier. Grant me strength. So, dann haben wir jetzt einen Kataklysmus drauf. Das kann er A nicht kontern und B haut das die ganzen Sachen vom Anima-Fokus drauf. Ich meine, bewegen kann er sich halt eh nicht. Aber halt die minus 3 Verteidigung nimmt man dann doch schon ganz gerne mit. Sorgt halt dafür, dass unsere ganzen physischen Einheiten dann gleich noch mehr Schaden machen. Der hat jetzt 7 Verteidigung minus. Ist ein bisschen doof, dass das nicht auch Resistenz gibt, tatsächlich. Aber das wäre dann wahrscheinlich ein bisschen zu stark. Hey, nee, du hast schon wieder ein Level Up. Und es ist genauso kacke wie davor. Ich meine, jetzt macht er halt nur noch 6 Schaden.
Und sie heilt sich ja auch. Sie hat ja Schein. Da kommt sie doch hin. Ja, da kommt sie hin. So. It's a terrible state of affairs. Ein Leben weniger. Naja, immerhin Stärke. I guess. So, was hatten wir ja gerade. Wie gehabt. Ivy nimmt ihn hier fast ganz alleine auseinander. Oh, wow. Ist der überhaupt gar nicht mal so bad. Jetzt gerade macht er halt nicht mal Schaden auf sie. Und sie kann das halt jetzt nochmal machen. Emblems sind überhaupt nicht broken. Nein, das bildet ihr euch ein. Wir können uns theoretisch Ivys letzten Zug auch noch aufbewahren. Dann können wir nämlich bestimmen, wen er gleich angreift. Er kriegt ihn halt nicht tot, ist das Ding. Is it my turn? Kriegt Marin den Tod? Nein, auch nicht. Naja, wir können gleich mit Chloe wieder alle vollhauen. Natürlich trifft er mit 40. What a workout! So, damit hat er nur ein Leben. Ärgern wir ihn noch mal ein bisschen. Tja, schade, dass wir unsere Special-Fähigkeit schon benutzt haben, aber dann kriegen wir wenigstens noch den Dialog. Den es nicht gibt. Wobei, ich würde es, glaube ich, cooler finden, wenn wir diejenigen sind, die den letzten Schlag ausführen. Ich hasse dich, Ivy. Na gut, sie hat es irgendwo auch verdient. So halt, sie hat jetzt zwei Leben von ihm ganz allein abgezogen. We've won, Sombron. Now I will never return home. Perhaps that is just as well. I am tired. Tired of searching in every shadow. For the Emblem of Foundations? I would look in sunless woods, gloomy caves, the shade of a dead tree. In such places, I felt my emblem again. Now, that is all over. You chose to be alone, yet continued to look for this emblem. Why? Perhaps I wanted someone to appreciate how far I had come. All on my own.
someone to see me, who I am. After millennia of being cast away. I could have been that person. Or Vale. Or our siblings. Why didn't you let us? Why choose to start these wars? Ugh. I need no connections. Not in your world. Even at the end, you don't want to be a father to us. Very well. You'll only be the Fell Dragon. An evil that we slayed. That's how we'll remember you. Do as you please. I have been alone for all this time. Why should my death be different? I do not need mercy or pity. I will fade in this place. Apart from the one I yearn to see. Do you remember the invocation? What? The invocation for the Emblem of Foundations. I have tried. Again and again I said the words. It was no use. Still, it couldn't hurt to try. One last time. Burn. Burn us, Emblem of Foundations. Oh, this light. Oh, at last we meet again. Papa? I don't see anyone. I don't either. It must be someone only he can see. An old friend. The one person he truly let in. You and I. Let us be on our way. Once more. Engage. Papa. He's gone. And the ring for the Emblem of Foundations. That's gone with him. Our fight is over. Let's go home. It's time to shut this portal once and for all. The portal is closing. Once it's shut, the war ends, and balance returns to the world. We did it! Naja, hat es ja gesagt, ne? It's really time to say goodbye. This was a wonderful journey. Thank you for letting us share it with you. No! Thank you, Marth. I'm so sad to see you go. But it's time to stand tall and say goodbye. Thank you for keeping your promise. You really were my ally. My friend. Through it all, I just hope I'll be strong enough for whatever lies ahead. You will be. You're already much stronger than 1,000 years ago. Or the day you awakened. I know you'll carry on the Emblem's legacy, and your mother's. We will not be here to help you anymore. Now, it's your turn to help others. As the Divine Dragon, and as an Emblem. I will. You're not doing this alone. We'll be there to support you, sister. We can't replace Marth and the others, but we'll do what we can. Yes. Please, don't worry. It's no good. Here come the tears. I wish we didn't have to lose you. We were just getting to know you,
And now, goodbye forever? Please do not cry. But... this world's burdens are yours to shoulder. Meet them proudly. You should not always hold back tears. But please, for now, try to. I agree. I'd like for us to part with smiles on our faces. That's how I want us to remember each other. In joy, not sorrow. Me too. It seems this is goodbye, but we'll never bid farewell to what we learned together. I'll miss you, but I know you'll choose the right paths to walk. We'll always be together in spirit, no matter the distance. Build a bright future. Don't worry. I can see that your lives will be filled with hope and happiness. Go out and create a better world. I know you can. I know you will. I will be praying for you, praying that your world is filled with kindness and laughter. Und Ephra verabschiedet sich einfach wortlos. Der hat uns nichts zu sagen. Wherever you go, may the blessings of Mother Earth and Father Sky follow. I'm glad to have known you. I hope you make an Arcadia of this land. If your nations band together, there is no hardship you cannot overcome. Know love as well as grief. Honor your bonds, carry the light, and nothing will be impossible. Lead with compassion, Divine One, and may your happiness be eternal. This is the moment. So it is. Thank you. You are a member of our family, the emblem who connects us all. If ever we cross paths again, no. When we cross paths again, I hope that you will remember us. We who existed together for this time, the 13 emblems. Of course I'll remember you. Everything about you. And all the times we shared. Even when we're apart, we'll always be connected. Thank you for standing with me until the very end. Goodbye, emblems. My family, you gave me courage, strength, and inspiration. I will follow your example, always. I promise. Let's go back home, everyone. Back to Elios. Heißt das, wir haben noch die DLC-Armbänder? Weil, naja, die sind ja von sowas normalerweise nicht beeinflusst worden. Die haben sich auch nicht verabschiedet. Also, haben wir sie wohl noch. Können wir das ein bisschen schneller machen? Nö. Boah, wir sind noch ganz am Anfang. Das waren Zeiten, als wir nur so ein paar Embleme hatten und sie noch nicht benchen mussten. Aber was das einfach mal für ein Unterschied ist, so Kapitel 3, oh, 16 Minuten, Kapitel 4, 58 Minuten.
haben wir da gemacht? Junge, Junge. In Kapitel 6, da haben wir doch Mikaya gekriegt, ne? Gott, das ist schon so ewig her. Junge, Junge, Junge. Boah, das kommt mir vor, als wenn das Jahre her ist. Aber keine Ahnung, ist das vielleicht ein Monat her? Ja, nicht ganz. Na doch, ein bisschen mehr als ein Monat. Wir haben jetzt ja schon März. Junge, Junge, Junge. Aber es kommt mir echt vor, als wenn das länger ist. Das ist Kapitel 10. Dieses Kack-Kapitel von Kapitel 10. Ich hasse es mit all meinen Daseinsberechtigungen. Nicht, weil es spielerisch kacke ist, sondern weil es halt einfach fürs Gameplay Müll ist. So halt, man kriegt halt bis Kapitel 18 oder so, hat man keine Möglichkeit, Magiefertigkeiten weiterzugeben. Es sei denn, man hat die DLC-Sachen und selbst die geben das erst spät. Das hasse ich an dem Kapitel. Das Kapitel selber ist total fein. Oder waren wir noch als Pegasus-Ritter unterwegs? Ich vermisse die Falkenritter irgendwie. Ich meine, es ist ja irgendwie schon cool, dass man halt ein bisschen mehr Varietät bei den Flugdingern hat, aber halt, ich vermisse die Falkenritter. Ich mag Falkenritter. So halt, wir fliegen der Klasse mit Lanzen und mit Stäben. Ich meine, gut, das kann der, der Greifenritter auch, aber man könnte ihnen auch Schwerter geben. Keine Ahnung, irgendwie sowas. Das wäre doch cool. Würde ich mögen. Ah, hier kommen die ganzen Nebenkapitel. Oh Gott, haben wir für Hector wirklich 42 Minuten gebraucht? Kommt mir gar nicht so vor. Da waren wir doch ziemlich schneller eigentlich. Und kaum hat er Hector, läuft's. Also ich muss schon sagen, Hector hat Alfreds Performance einfach mal wie so eine Rakete angehoben. Das war genau das Emblem, was er gebraucht hat. Aber ich hätte ehrlich gesagt auch nicht gedacht, dass Diamant und Tiki so gut zusammen funktionieren. Oh wow, für das haben wir sogar eine Stunde gebraucht. Krass, so viel ist das längste gewesen sein, ne? Wobei hier für die letzten Kapitel haben wir halt auch ziemlich lange gebraucht. Vor allen Dingen das, wo wir noch gegen Numera angetreten sind. Finde ich aber doof, dass ich das nicht schneller vorscrollen kann. Naja, was soll's. Mal eben das Kapitel von Mikaya in 20 Minuten abgeschlossen. Das haben wir wirklich ziemlich schnell geschafft. Die gütige Prinzessin war das von Celica. Ja, das ging auch recht schnell. Da haben wir hier den Teleportstab so abused und uns hinter die feindlichen Linien teleportiert. Und da war Marv wieder dabei. Man sieht's. Also dafür, dass das Kapitel nur 7 Züge hatte, waren das aber ziemlich lange 7 Züge, wenn wir da 56 Minuten dran gesessen haben. Da haben wir länger dran gesessen als an Kapitel 23, obwohl wir da mehr Züge hatten. Oh ja, hier, das letzte Siegel. 16 Züge, 1 Stunde 25. Dürfte das längste gewesen sein. Aber den MVP hat sich Diamant halt auch verdient. Hat er gut hingekriegt. Ich finde schade, dass es keine Reihenfolge mehr gibt, wer die meisten Kills hatte, wie in Path of Radiance und Radiant Dawn. Das war halt immer cool. Sefi wurde die neue Würmgurt-Königin. Ihre Bande zu den Herrschern aller Nationen führt zu dauerhaften Frieden. Alfred setzte auch als König sein Training fort und arbeitete für Fiene und Glyphos. Sein langes, glückliches Leben war ein Segen der Würmgurt-Königin. Oh, schön!
Nachdem die Würmgottkönigin den Thron bestieg, gab Vender seine Rolle als Behüter auf, um sein Leben in Ritter als Zombie zu leben. Die Würmgottkönigin und ihre Freunde besuchten Vender oft. Er empfing sie stets mit Freude, da er sich an ihre gemeinsame Reise erinnerte. Gott, das geht so schnell. Glenn wurde zum Drachenbehüter. Im höheren Alter wurde er aufgrund seiner ruhigen Art oft mit Vender verglichen. Er verehrte die Würmgottkönigin so sehr, dass er die Anwärter für die 34. Generation Testfragen bezüglich ihrer Liebe zur Würmgottkönigin beantworten ließ. Ich muss mich beeilen. Frem wurde zur Drachenbehüterin ernannt und ging ihrer Aufgabe ebenso ruhig und aufmerksam nach wie Vender. Ihre Hingabe zur Würmgottkönigin blieb ungeschmälert. Als es Zeit war, ihre Nachfolger zu bestimmen, ließ sie einen Wettbewerb im Anfeuern entscheiden. Luft holen! Etje dehnte Firene mit ihrer vielgerühmten Stärke. Ein von ihr entwickeltes Muskelstimulanz ließ Soldaten so stark werden, dass manche es für friedliches Land als unpassend fanden. Dennoch wurden ihre Taten in ihrer Heimat gefeiert, wo heute ein orange Loch vergesst es. Bucheron arbeitete viele Jahre lang am Wiederaufbau Firenes. Als Flora Mühlstadt wieder aufgebaut war, weinte er Tränen der Freude. Er bereiste die Straßen zwischen dem Schloss und Flora Mühlstadt so oft, dass sie im Andenken an seine Güte und Hingabe letztlich nach ihm benannt wurde. Luft holen. Celine widmete ihr Leben dem Frieden im Königreich Firene. Dafür musste sie gelegentlich jene bestrafen, die Ordnung gefährdeten. Ihr Lieblingstee wurde in Firene als Tee der Segnung bekannt. Der Legende zufolge wird jeden, der ihn trinkt, Glück widerfahren. Naja, dann scheint Alfred ja jetzt doch länger zu leben. Wie schön. Louis trat als Ritter zurück und wurde Diener der Königsfamilie. Sein schwarzer Tee und seine Gewissenhaftigkeit halfen ihm beim Regieren. Das Betrachten anderer Leute blieb eine lebenslange Leidenschaft, doch er streifte stets allein durch die Gärten. Ach, half ihnen bei Regieren. Den anderen, nicht ihm. Ich war verwirrt. Gut. Chloes Imbusbuhnengerichte erwärmten die Herzen der Soldaten und der Königsfamilie. Bald schon setzten sich in Firene ungewöhnliche Aromen durch. Jahre später begegnete sie an einer Imbusbude jemanden, mit dem sie eine Romanze anging und aus der lebenslange Liebe wurde. Oh, schade, dass es keine gepaarten Endings mehr gibt. Als neuer König von Brodia ordnete Diamant das Ende aller Invasionen an und warb für einen freundlicheren Umgang mit Illusia. Einige Adlige widersetzten sich ihm anfänglich, doch sein Wirken überzeugte sie. Der Export von Erzen machte Brodia zu einer florierenden Handelsstation. Amber war glücklich, Diamant als König von Brodia zu sehen. Er patrouillierte in den Nachkriegswirren im Königreich und war stets vom Pech verfolgt. Schon bald wurde er zu einer jener Legenden, die er einst bewundert hatte. Porträts zeigen ihn oft neben einem Alpaka. Jade feierte stolz die Krönung Diamants zum König von Brodia und diente Brodia weiterhin als königliche Ritterin. Doch fand sie stets genug Zeit zum Schreiben und vollendete in ihr Leben über 100 humoristische Romane, die alle gefeierte Meisterwerke wurden. Meine Güte. Alt-Chris verpflichtete sich als Geistlicher in Schloss Brodia und half bei Illusias Wiederaufbau. Dank neuem Vertrauen weiteten die Nationen ihren Handel aus. Er galt als bescheidener, aber fähiger Stratege und schützte seinen Bruder, den König, wie er es dem Vater versprochen hatte. Lapis bereiste vom Krieg zerstörte Städte und half beim Wiederaufbau der Häuser. Dabei hinterließ sie überall große leckere Kartoffeln aus ihrem Heimatdorf. Die beliebten Erdäpfel verhalfen ihrer Heimat zum Wohlstand und brachten Lapis den neuen Titel ein, die Kartoffelgöttin. Citrine setzte alles daran, den brodianischen Adligen von einer Politik des Friedens zu überzeugen. Manche waren unbeeindruckt, doch viele folgten ihren Worten. Trotz des großen Gewichts auf ihren Schultern zeigte sie stets ein Lächeln, vor allem aber auf ihren geliebten Bällen und Galas. Als Königin von Illusia baute Ivy ihre Heimat wieder auf und nahm diplomatische Beziehungen zu Brodia auf. Ihr Erbe als Herrscherin, deren Erzimporte die Wirtschaft ihres Landes wiederbelebten, überlebten selbst Sefi. Nachdem Selkos Dienst als Getreuer von Prinzessin Ivy beendet war, machte er sich zur Aufgabe, ein neues Zuhause für die Kriegsweisen aufzubauen. Er und seine neue Familie waren sehr glücklich. Alle Kinder sollen gelernt haben, tiefsinnig und bedeutungsvoll zu sprechen. Kagetze verschwand kurz nach Ivys Krönung. Viele vermuteten, er habe sich auf die Suche nach einem würdigen Gegner gemacht. In Wirklichkeit hatte er seine Familie um Erlaubnis gebeten, in Illusia zu leben und der Königin zu dienen. Aus der weißen Wüste brachte er Reis als Geschenk mit. Nach der Krönung ihrer Schwester kehrte Hortensia auf die Akademie von Illusia zurück und schloss sie als Klassenbeste ab. Ihr natürlicher Charme verhalf ihr später bei Verhandlungen mit Brodia. Sie und Ivy blieben für ihren Beitrag zum Wohlstand ihrer Heimat in guter Erinnerung. Gut. Nach seinem Ritterschlag zog Roserade im Kampf gegen die Verzerrten durch das Land und beendete danach sein Studium. Später erlangte er als Künstler noch größere Berühmtheit. In Schloss Illusia hängt noch immer ein besonderes, niedliches Porträt der königlichen Familie.
Goldmary wurde zur Ritterin ernannt, entdeckte jedoch später ihre Begabung als Lehrerin, der sie an der Akademie von Illusia eindrucksvoll nachging. Viele ihrer Studenten brillierten dermaßen, dass sie sich bei ihren Klassen regelmäßig für die hohe Erwartungshaltung entschuldigte. Chimera begab sich nach dem Krieg auf Reisen, vergaß aber nie ihre königliche Pflicht und kehrte oft zum Palast zurück, um Gäste mit einem Lächeln zu begrüßen. Sie wuchs den Leuten, die sie auf den Reisen traf, sehr ans Herz und wurde zur beliebtesten Königin in Solms Geschichte. Merin reiste mit Chimera, sammelte Informationen über seltene Kreaturen und vervollständigte ihr Lexikon, das zu einem beliebten Nachschlagewerk wurde. Nach ihrem Dienst als Chimeras Ritterin kehrte sie als Dorfvorsteherin in ihre Heimat zurück und einte die dortigen Bewohner. Panette diente Chimera als Ritterin und sorgte mit großer List für ihre Sicherheit. Bald war sie in der Lage, einen Gegner mit einem einzigen Faustschlag zu fällen. Sie suchte nach ihren vermissten Eltern, doch fand sie nie. Dennoch baute sie im Stillen die Kirche ihrer Familie wieder auf. Forgado reiste bis zu Chimeras Krönung ziellos umher und kehrte dann zum Palast zurück, um ihr als Berater zu dienen. In Geschichtsbüchern findet sich wenig Verlässliches über ihn. Den Rest seines Lebens soll er jedoch mit jemandem verbracht haben, den er auf seinen Reisen traf. Pandreo gründete eine Religion, die Drachen verehrte. Er plante eine rauschende Party in Lyphos, die nach Wenders Intervention jedoch nicht ganz so wild ausfiel. Es heißt, Pandreos fröhliches Heulen habe sich später zu einem besonderen Gebet zu Ehren der Würmgottkönigin entwickelt. Bonnet baute das Gasthaus seiner Eltern neu auf. Die Gerichte waren sehr beliebt beim Adel und bei der Würmgottkönigin. Schließlich bereiste er die Welt, um neues Essen kennenzulernen. Seine Erkenntnisse fasste er in einem Buch zusammen, was für Köche unverzichtbar wurde. Anna konnte endlich ihre Familie wiedersehen. Sie hatte viele Schwestern mit gleichen Namen und Gesicht. Doch nur sie war mit der Würmgottkönigin gereist. Durch den Erfolg der Embleme wurden Ringe sehr beliebt und sie verstand es, diesen Trend in enormen Profit umzumünzen. John wurde ein ausgezeichneter Arzt, er übernahm die Klinik seines Vaters und führte eine monatliche Hausbesuche in Lyphos durch. Mit seiner Leidenschaft für das Erforschen neuer Medizin gelang es ihm, die Teeblätter seiner Heimat in ein Heilmittel zu verarbeiten. Nach dem Krieg wurde Yunaka zur Straßenkünstlerin. Sie legte einige Jahre lang fesselnde Auftritte hin und verschwand dann ohne jegliche Spur oder Erklärung. Es heißt, die Vorliebe der Würmgottkönigin für ungewöhnliche Wörter sei größtenteils ihrem Einfluss geschuldet gewesen. Sidal erlangte mit Tanz und Wahrsagerei weltweiten Ruhm. Später reiste er als Bade umher und erzählte Geschichten aus seiner Zeit mit der Würmgöttin. Laut eigener Vorhersage war es ihm bescheiden, anständige Leute zu treffen, gutes Essen zu genießen und glücklich zu sein. Wir haben's bald! Nach dem Krieg setzte sich Lyndon in seiner Heimat zur Ruhe. Er starb an einem friedlichen Frühlingsmorgen und folgte damit seiner geliebten Frau. Seine Freunde und Verbündeten erinnerten sich stets an ihn, wenn sie ein Törtchen aßen oder dem Donner lauschten. Saphir kehrte zu Schloss Brodius zurück und diente in der Leibwache von König Diamant. Später lebte sie in ihrem Dorf und öffnete ein Restaurant. Es war klein, doch die Gäste kamen von überall. Ein bestimmtes Gericht soll einst König Morion gemundet haben. Vale wurde das Land Gradlon anvertraut, das unter ihrer Führung in üppiges Grün erblühte. Zögerlich gab sie den Wunsch des Volkes nach, die erste Königin von Gradlon zu werden. Viele Freunde waren bereits verstorben, doch ihre Nachkommen und Sefil waren bei ihr. Mauvier half anderen, um seine Missetaten wiedergutzumachen. Doch im hohen Alter verrichtete er gute Taten, bis er eines Tages für immer verschwand. Sein Schicksal ist ungewiss, doch man kann davon ausgehen, dass Vale und die Würmgottkönigin stets in seinen Gedanken waren. Sind wir fertig? Warum gibt es keine gepairten Endings? Das macht mich traurig. Tja, und einen Song kriegen wir am Ende wohl auch nicht. Das ist schade. Bis jetzt mochte ich nämlich die Ending-Songs, die wir in Fire Emblems hatten. Ich hab nichts gesagt. You saw.
all along was the strength to free your soul from this dark night of sorrow. You can see. Promises you made to me as you gazed into my eyes of blue, hoping that our paths would cross once again. On that day when all was lost, I remember what you said to me, that the past, our wounds, and all the pain would be healed by the break of dawn. So long ago, you always stood beside and put your faith in me. I was scared and alone until we forged a bond together that would last forever. Gather. Lost and gone up in smoke, and I can't hold back these burning tears. Who will be the light in this endless night? Ey, das sind die Awakening und die Fates Anna. Sieht ein bisschen aus wie Marnie, ne? Ob das Zufall ist? Oh Mann, das ist so schade, dass es keine gepairten Endings mehr gibt. Voll schade. Oh, was für ein schönes Bild. Oh ja, das war Fire Emblem Engage. Wir sind tatsächlich durch. Ich bin selbst ein bisschen geschockt. Today's the day of my coronation. Today I'll be crowned the Divine Dragon Queen. I had hoped that all of you would be standing by my side for the occasion. But I guess not. Shine on, Emblem of Beginnings! Worth a try.
wonder if we'll ever meet again. Aha! I knew we'd find you in here! We must have looked everywhere. Everyone. The coronation is going to start any minute now. All right. Time to get changed, unless you're wearing that. Yeah, I guess I should, huh? Huh? Well, hurry up! Come on! Whoa, okay! I'm coming! Someday, in the future, our paths may cross once more. Our bonds can be reforged time and again. Whenever you desire, you need only say the word. Engage! Tja, das war doch nett. Möchtest du deine Enddaten speichern? Deine Armee wird auf den Status von vor Kapitel 26 zurückgesetzt. Es wird jedoch vermerkt, dass du das Kapitel abgeschlossen hast. Na, von mir aus. Das Dumme ist, es gibt kein New Game Plus. So, von daher bringt uns das nicht wirklich was, dass wir ein Vermerk haben, dass wir es geschafft haben. Es sei denn natürlich, die sagen sich, ey, wenn wir die vierte Welle rausbringen, dann gibt's New Game Plus. Aber das wird, glaube ich, irgendwie nicht. Aber ja, wir sind durch. Oh, wir kriegen Belohnung dafür. Ja, na dann. Ich weiß zwar nicht, was wir damit wollen. Schwierigkeiten 41 und höher für die Staffelprüfung sind jetzt freigeschaltet. Du kannst bei den Staffelprüfungen jetzt das Vulkanland auswählen. Ja, das ist schön, aber halt, was bringt es uns so halt? Wir haben halt nur das Bosskapitel und das haben wir geschafft. Ach man, wir sind durch. Wer hätte das gedacht? Junge, ich wünschte, wir hätten noch ein paar Kapitel, aber ich muss halt sagen, Engage hat halt echt viel Spaß gemacht. Es war ein rundes, solides Fire Emblem. So halt technisch einwandfrei, wir hatten keine Ruckler oder halt keine auffälligen Rückner. Hier vielleicht im Somnil, aber halt so selber in den Kapiteln gar nicht. So halt, ich mag die Charaktere vom Design alle gerne. So, die haben richtig schlankes Design, richtig gute Linienführung. Alles wirkt so klar und sauber. Die Menüs sind... Vor allem jetzt, wo sie die Arena gepatcht haben, dass man halt auch in der Arena selber Fähigkeiten vererben kann, was ja vorher so ein Kritikpunkt war, dass man das nur in der Ringkammer war und man dann die ganze Zeit zwischen Ringkammer und Arena hin und her wechseln musste. Das haben sie ja mit dem Update auch gefixt. So halt, die Menüs sind sauber, kurz und knackig. Wesentlich besser als bei Three Houses, die ja teilweise schon richtig überladen waren. Ist Engages jetzt besser als Three Houses? Das ist halt echt schwer zu sagen. So halt, beide haben so Höhen und Tiefen, beide haben Stärken und Schwächen, aber es macht halt auf jeden Fall Spaß. So ist es halt nicht. Ich mag auch das Feature mit den Emblems, auch wenn man das halt ziemlich abusen kann, aber Gott, das kann man mit jedem. So halt als Jubiläums-Fire Emblem, was das hier ja mehr oder weniger ist, ist das halt auf jeden Fall ein gelungener Titel. So halt, ich mag es halt, dass das Fire Emblem oder halt, dass die Entwickler anfangen halt so auch Titel mehr in den westlichen Raum zu bringen, die halt wir nicht so gesehen haben wie Fire Emblem 4 oder halt Echoes ist ja auch ein Remake von Fire Emblem 2, das wir gar nicht gesehen haben. Gerne mehr davon. Und ja, musiktechnisch waren Fire Emblem. Fire Emblem hat immer gute Musik. Die Kapitel fand ich auch sehr gut. Ich finde vor allen Dingen, gerade zum Ende wurden die Kapitel nochmal besser, wo jede Map nochmal so ein eigenes Gimmick hatte. So halt, wir hatten dieses Lawinen-Kapitel, wir hatten diesen Laser, wir hatten diese Meteoreinschläge. Gerade so die letzten Kapitel fand ich nochmal richtig gut. Davon abgesehen, ich mag auch die Welt hier sehr gerne. So halt, jedes Land hat so seine definierten Eigenschaften, was teilweise halt ein bisschen Klischee ist, aber halt das mochte ich halt so, dass man halt, wenn man im Kapitel selber ist, man konnte halt immer sagen, okay, wir sind gerade in dem Land, wir sind gerade in dem Land, wir sind gerade hier. Was halt auch für die Charaktere zählte, die wir bekommen haben. So halt erstmal finde ich es cool, dass sie halt je nachdem aus welchem Land sie kommen, unterschiedliche Namen haben. Sodass es halt so zum Land thematisch passt, weil es ist halt in unserer Welt auch so. Mittlerweile nicht mehr so aufgrund vom globalen Leben, aber normalerweise ist das halt so, dass ein Hans-Peter jetzt in den USA oder in Afrika jetzt nicht so häufig ist wie hier in Deutschland. So, das ist dann halt auch cool.
dann halt, die Charaktere mochte ich halt auch alle gerne. Die sind jetzt vielleicht nicht ganz so Three Houses Level, was so die Tiefgründigkeit angeht, aber auf jeden Fall besser als Fates. So halt, es ist zwar immer noch so, dass jeder Charakter so sein eigenes Gimmick hat, was Three Houses auch hatte, nur hat es besser versteckt. Aber es wird halt nicht so auf dieses eine Gimmick rumgeritten. Dann Sombrom fand ich als Gegner auch recht cool. Ich mochte sein Schlangen-Cobra-Design. Aber ich hätte halt gerne mehr von dem gehabt. So halt, es wirkte halt wirklich so, als würde er da die ganze Zeit rumstehen und sagen, haha, ich bin der Böse, hahaha. Und würde halt nichts machen, so halt. Das war halt schon ein bisschen blöd. Ansonsten, die Story fand ich, glaube ich, im Großen und Ganzen auch ganz gut. So am Anfang vielleicht so ein bisschen klischeehaft. Aber ich finde, gerade gegen Ende, wo wir das hatten, dass wir uns für Vale geopfert hatten und dann zum Verzerrten wurden und dann zum Emblem und so. Gerade das Segment war halt mega stark. Und dann halt, wie gesagt, ich finde es blöd, dass es keine gepairten Endings mehr gibt. Das einzige gepairte Ending ist halt das, was wir uns aussuchen können. Das hat halt kaum Einfluss auf den Spielverlauf, wenn ich so dran denke. Am meisten Einfluss hatten diese gepairten Endings, vor allen Dingen vom Avatar wohl in Awakening, wenn man halt mit Chrom oder mit Lucina gepairt war. Da hat das wohl am meisten auf die Story ausgewirkt. Aber das mochte ich halt auch so, dass man das halt wirklich gemerkt hat. So, halt hier war es jetzt ja eigentlich auch ganz egal. Ist ein bisschen blöd, aber auf der anderen Seite, ja gut, kann ich verstehen, so halt hier ist schon eine Menge Synchro-Arbeit reingeflossen, was ich halt auch echt erstaunlich finde, so halt jeder Charakter hat so viele Lines für ein Emblem und wir haben 13 Embleme. Also halt, wenn wir pro Charakter davon ausgehen, dass wir, keine Ahnung, 10 Lines pro Charakter haben und das mal 13 nehmen für einen Charakter. Und keine Ahnung, wir haben 40 Charaktere. Also halt ungefähr halt 10 mal 13 mal 45 Lines für die ganzen Embleme. Das ist halt schon echt krass. Aber das macht das halt aber auch so cool, dass du halt so viel mit diesen Charakteren machen kannst. Du kannst die Fähigkeit vererben, kannst du das machen. Kannst du dem den Emblem gehen, kannst du das ausprobieren. Das ist halt echt schon cool. So, das würde ich mir halt auch wünschen, dass wir das für zukünftige Fire Emblems haben. Aber ich finde, man merkt in Engage, dass Intelligent Systems hier wieder selbst am Werk war. In Three Houses, das hat ja hier die Dynasty Warrior Publisher Devs, Entwickler, haben das ja gemacht. Und halt, ich glaube, Intelligent Systems war da nur also mehr in der Beraterfunktion. Also die haben halt schon miteinander gemacht, aber der Großteil wurde halt extern gemacht. Und ich glaube tatsächlich, nebenbei, Intelligent Systems wird ja sicherlich gedacht haben, hoho, guck mal, jetzt macht ein anderes Studio unsere Arbeit, lass mal gar nichts machen. Ich glaube, die haben halt in der Zeit hier schon an Engage gearbeitet, deswegen wirkt Engage halt auch so rund und so sauber. So halt, hier war halt, es wird gepolished, das ist das Wort. So halt, man merkt halt wirklich, dass die Zeit hatten fürs Polishing. Aber ich werde ihnen niemals vergeben, dass wir ab Kapitel 10 kein Magie-Emblem mehr haben oder keine Möglichkeit haben, Magiefertigkeiten zu geben, bis wir Mikaya wiederkriegen. Die gibt's ja vor Celica. Es sei denn natürlich, wir haben die DLC-Sachen und selbst bei den DLC-Sachen ist Magie sehr spät. So halt, selbst Soren, der ja ein Magier ist, gibt Magie erst als letztes. So auf Level 16 oder so. Was halt ziemlich teuer ist. Weil apropos, ich find's halt auch ein bisschen seltsam, dass halt und auch ein bisschen doof, dass diese DLC-Embleme halt trotzdem da waren, auch wenn die Story-Embleme nicht da waren. So halt, das macht halt irgendwo Sinn, weil ja explizit nur die Story-DLCs weg sind. Aber es ist dann trotzdem irgendwie komisch. So halt, wir hatten das jetzt nicht so, weil wir zu dem Zeitpunkt die DLCs noch nicht gemacht haben, aber wenn wir jetzt ein neues Spiel anfangen würden, könnten wir halt 5 zusätzliche DLCs haben und hätten dann in dem Kapitel, wo wir eigentlich mit dem Rücken zur Wand stehen, da Kapitel 11, wo kein DLC haben soll, oder kein Emblem haben sollten, einfach die DLC-Embleme verteilen. Und huch, wir haben ja wieder welche. Was tun wir uns eigentlich so an? So halt, wir können jetzt einfach die Embleme nehmen und machen euch trotzdem fertig. So halt, ist halt theoretisch möglich. Das nimmt den ganzen irgendwie so den Wind aus den Segeln. Von daher bin ich froh, dass wir das beim ersten Mal nicht hatten. Aber ich glaube, ich werde Engage auf jeden Fall bestimmt nochmal ein zweites Mal spielen. So halt, der erste Durchgang ist ja mehr so zum Kennenlernen und so halt. Viele Sachen, die ich halt jetzt so gemacht habe, würde ich jetzt
rückblickend nicht mehr machen oder anders machen, sagen wir es so. Zum Beispiel, wir hätten Anna halt früher in eine Magieklasse schicken können, damit sie halt Magie levelt, was wir allerdings nicht mehr machen konnten, weil zu dem Zeitpunkt, wo ich wusste, dass Anna so gutes Magiewachstum hat, hatten wir kein Magie-Emblem mehr. Ja, das ist halt doof. Aber halt auf jeden Fall ein solides Fire Emblem. Ich freue mich echt, dass wir so eine gute Fortsetzung gekriegt haben. Gerade so nach Karmesin und Purpur war ich so ein bisschen angedatscht. Aber so ist es auf jeden Fall cool. Und ich hoffe, dass wir halt auch in Zukunft so geile Fire Emblems kriegen. Und ich bin gespannt, was wir halt in der vierten DLC-Welle kriegen sollten, wann die kommt. Kann sein, dass wenn da noch ein Kapitel kommt, sollte ich meine, in Leaks gehört zu haben, dass halt es noch Plätze für 4 Charaktere gibt. Das heißt, wir werden dann wahrscheinlich in den DLC 4 neue Charaktere dazu bekommen. Kurz Luft holen. Jedenfalls weiß ich nicht, ob man die, oder beziehungsweise wir werden dann ja sehen, ob man die in einem Kapitel dazu kriegt, ob es da noch irgendwelche spielbaren Inhalte gibt oder ob das Spiel sagt, hier hast du 4 neue Charaktere und gut ist. Je nachdem werden wir uns dann wahrscheinlich nochmal wiedersehen, weil das Kapitel will ich dann auf jeden Fall spielen. Dann schauen wir uns das mal an. Und ja, ansonsten wird es Zeit, dass wir uns langsam von der Welt von Ilios verabschieden. Finde ich echt schade. Hat mir echt mega Spaß gemacht. Und ja, mal gucken, wie wir jetzt weitermachen. Also ich glaube, wir werden dann wahrscheinlich erstmal unsere Gesteinsmonologe bei Pokémon fertig machen. Da hat mir eigentlich so ein bisschen die Zeit dafür gefehlt. Aber jetzt haben wir wieder einen Slot offen für ein Projekt. Dann werden wir das fertig machen. Und dann können wir uns Three Hopes widmen. Dann können wir nämlich mehr in der Welt von Fire Emblem bleiben. Es fehlt ja noch der Pfad von Edelgarten. Den würde ich ganz gerne nochmal sehen. Also ja, das werden wir dann wohl so als nächstes in Angriff nehmen. Ja. Gott, ich will nicht, dass es schon vorbei ist. Und das sagt halt echt was aus. Aber naja, wir sind durch. Ja, wir sind durch. Werde ich mitleben müssen. Naja, wir sehen uns dann hoffentlich, wenn ihr mögt, beim nächsten Mal wieder. Ich würde mich da sehr drüber freuen. Bleibt gesund und bis zum nächsten Mal, hoffentlich, verabschiede ich mich dann wie immer mit einem Ciao.